Hallo Kritzelpixel-Freunde, hallo und Ich habe den Anfang jetzt schon 5-mal aufgenommen. Hallo Kritzelpixel-Freunde, heute wird es versaut. Das ist allerdings gar nicht mal so falsch, denn hallo Kritzelpixel-Freunde, heute wird es richtig schön schmutzig, versprochen. Vielleicht habt ihr es schon bemerkt, aber zurzeit trendet wieder mal eine Malereitechnik gewaltig. Acrylic Pouring oder auch zu Deutsch acrylisches Gießen. Ja, noch nie war Gießen so spannend. Acrylic Pouring gehört in den Bereich der abstrakten Kunstformen, die irgendwie immer gelingen. Ich kenne keine befriedigendere, werbefreundliche Sauerei. Also Achtung, Farbe überall garantiert. Seriously, sperrt eure Haustiere weg, eure Geschwister und schnappt euch ein paar Gummihandschuhe. Im heutigen Video zeige ich euch im Detail, was ich alles benutze, um meine Acrylic Pouring Gemälde zu gestalten. Ist das denn ein Gemälde eigentlich? Man malt ja gar nicht, man gießt ja meine Gemälde von Malen gegieße. Nee, das klingt irgendwie nicht gut. Ja, auf jeden Fall im Hintergrund seht ihr schon, was abgeht bei Acrylic Pouring. Eine gigantische Sauerei. Und damit ihr jetzt wenigstens mal vor Augen habt, was das eigentlich ist und was da am Ende bei rumkommt, zeige ich euch jetzt im Schnelldurchlauf mal ein paar der Bilder, die ich gestaltet habe. Dieses Video markiere ich übrigens deswegen als Werbung. Nicht, weil ich Geld für dieses Video bekomme, sondern weil ich so viele Marken nennen werde. Acrylic Pouring ist sehr abhängig davon, welche Mittel man nutzt. Also alle Tipps, die ich gebe, sind teilweise abhängig von den Materialien, die ich zeige. Und auch manche, Farben und das Pouring-Medium und so verhalten sich so unterschiedlich, dass ich halt Tipps nur für die Sachen geben kann, die ich besitze. Also empfehle ich ja deutlich Marken und damit ist das Ganze Werbung. Egal, ob ich dafür bezahlt werde oder nicht. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Das meinte ich übrigens mit Sauerei. Wollte ich nur mal für die Leute, die nicht ganz verstanden haben. Ja, da macht man sich schmutzig. Das ist, man würde meinen Farbverschwendung, aber man kann das alles noch aufheben. Das ist gar nicht so umweltfeindlich, wie es aussieht. Nein, nein. Und ich mache da auch gar nicht viele von. Nein, nein. Das ist nur mal so ein Hobby. So zwischendrin so 1, 2 und 30 Stück. Okay, vielleicht auch ein paar mehr. Vielleicht sehr viel mehr. Das hier, das ist übrigens ein Dirty Pour. Weil da so viel Farbe bei runterläuft. Ich weiß jetzt nicht, wo der Unterschied zu einem Flipcup sein soll. Das war genauso messy und schmutzig wie das davor. Aber gut, dann ist das halt so. An dieser Stelle kann ich übrigens mal sagen, dass dieses Acrylic Pouring mit Zellen durchaus Trypophobia auslösen kann. Also guck jetzt in den nächsten 3 Sekunden einfach mal weg. Das löst es bei mir aber nicht aus. Also ich finde diese Bilder sehr unangenehm, diese Trypophobia-Bilder. Aber das hier nicht. Keine Ahnung. Das sieht für mich ganz anders aus. Das sind ja keine Löcher. Versteht ihr? Ach, keine Ahnung. Müsst ihr selber entscheiden. Aber ansonsten, ja, wenn es getrocknet ist, ist es ganz hübsch, ne? Tja, und wie ihr selber Acrylic Pouring machen könnt und was ihr dafür benötigt, erkläre ich euch gleich nach der nächsten Maus. Ja, was denn? Was schaut ihr denn jetzt so? Was habt ihr denn erwartet? Noch nie eine echte Maus gesehen oder wie? Ach so, ihr dachtet, es kommt jetzt eine Animation von einer Maus, die klimpert und schnüffelt und einem Elefanten? Ha, so weit kommt's noch. Das ist viel zu aufwendig. Ich meine, wenn ihr dem Kanal vielleicht ein kleines bisschen Geld hinterlasst, ist sowas in Zukunft möglich, aber ich bin doch sowieso viel niedlicher. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ihr braucht Acrylfarben. Unglaublich, wer hätte es gedacht. Acrylic Pouring und Acrylfarben. Unglaublich sowas. Überraschenderweise ja. Und die Qualität ist natürlich auch hier durchaus entscheidend. Ja, Bindemittel, Pigmente, Pigmentdichte. Aber zum Üben, ganz ehrlich, und auch für wunderschöne Ergebnisse, die lange halten, da reicht die etwas günstige Acrylfarbe aus dem Dekoladen aus oder aus irgendeinem 1-Euro-Shop. Das geht auch ohne Probleme. Die besten Ergebnisse habe ich mit der Bössner hauseigenen Acrylmarke erzielt bis jetzt. Da gibt es ziemlich große Flaschen, wie ihr sehen könnt, 750 Milliliter für ganz günstig Geld. Die ist recht flüssig, ja, die ist also gar nicht mal so eine feste Acrylfarbe. Die hier zum Beispiel ist fester und trotzdem ist sie noch sehr pigmentstark, also die kommt sehr pigmentiert daher. Es ist einfach eine schöne Mischung von flüssig und pigmentiert. Dann habe ich mir die Sonderfarben
von Sennelier geholt, weil man da nicht sparen kann. Und das ist eine teure Marke, die bekannt dafür ist, recht pigmentstark zu sein. Und wenn ihr schwach pigmentiertes Gold habt, ne, dann sieht das aus wie Senf. Also man kann bei Gold und Silber und Metallpigmenten nicht sparen. Es gibt auch sogenannte Liquid-Acrylfarben, welche generell flüssiger sind, weil sie für solche Fließtechniken gedacht sind. Und sie sind auch ein bisschen günstiger, da man sie ja in großer Masse nutzen soll und da ist auch etwas weniger Pigment drin. Die kann man manchmal sogar ohne irgendwelches Fließmedium benutzen, da kommen wir gleich noch zu. Und die Marke Lucas soll da ganz gute Liquid-Acrylfarben haben. Ich habe aber gerne normale Acrylfarben und sogar etwas dickere und deckende Acrylfarben, weil ich die Acrylfarben auch noch für andere Dinge nutzen möchte und nicht nur für Acrylic Pouring. Ja, es gibt übrigens deckende Acrylfarben, mitteldeckende Acrylfarben und transparente Acrylfarben. Ihr kennt vielleicht diese Kästchen, also einmal die Farbnummer, das Kästchen und die Sterne. Die Sterne sagen an, wie lichtbeständig die Farbe ist. Das Kästchen sagt an, dass die hier deckend ist, ja, und die hier ist halbdeckend. Wenn das Kästchen leer wäre, dann wäre sie transparent. Und entsprechend dessen könnt ihr euch daran orientieren, ob ihr deckende oder halbdeckende Farben habt. Was wichtig ist, bei Acrylic Pouring gießen wir die Farben ineinander. Die fließen ineinander, die Farben. Und wenn man transparente Farben miteinander mischt, ist ja ziemlich klar, dass die sich gegenseitig, wenn sie sich überdecken, quasi ineinander multiplizieren. Wenn ihr also ein transparentes Gelb und ein transparentes Blau nehmt und ihr gießt die miteinander, dann wird es halt auf jeden Fall grün. Wohingegen, wenn ihr ein sehr dickes, deckendes Blau nimmt und ein sehr dickes, deckendes Gelb und ihr gießt die zusammen, dann werden die sich zwar ein bisschen mischen durch die Fließtechnik, aber nicht allzu sehr. Es ist gut, das abzuwechseln. Also es bedeutet, transparente mit deckender Farbe abzuwechseln, gibt ganz tolle Effekte. Ist einfach etwas, was man wissen sollte, was man auch Learning by Doing dann ausprobieren kann, um zu gucken, hey, was für eine Farbmischung ergibt sich überhaupt. Apropos Pigmente. Je pigmentdichter eure Acrylfarben sind, desto weniger von dieser Farbe müsst ihr benutzen und desto mehr Verflüssigungsmedium braucht ihr. Pouring-Medium, Acrylmedium oder Verflüssigungsverdünnungsmittel für Acrylfarbe. Das ist grob gesagt ein Acrylbindemittel, mit dem ihr eure Acrylfarben strecken könnt und das eure Acrylfarben sogar sehr stark verdünnt. Das kommt allerdings auf das Pouring-Medium an. Diese sogenannte Pouring-Medium-Flüssigkeit ist je nach Hersteller, Marke und Herstellungszweck mal dickflüssiger, mal dünnflüssiger. Das gibt es auch im Baumarkt, bekannt als Floetrol. Dieses Mittel sollte man aber vorher lieber durch ein Sieb in einen neuen Behälter gießen, weil da Klümpchen drin sind. Ja, dieses Floetrol ist jetzt eigentlich nicht für die Malerei gedacht gewesen. Und dann könnt ihr das Ganze noch mit ein bisschen destilliertem Wasser verflüssigen, damit es gleich ein bisschen dünner ist, in einem neuen Behälter halt, vielleicht Murmeln unten rein, damit ihr das Ganze einfach mit purem Schütteln gut vermischen könnt. Pouring-Medium aus Kunstmärkten gibt es in vielen Preisklassen. Ich nutze sehr gerne Rico Design Pouring-Medium. Das gibt's hier halt in der 2-Liter-Flasche, war recht günstig. Das ist etwas dickflüssiger und ich brauche also etwas weniger davon, kann ein bisschen mehr Wasser hinzugeben. Also halten 2 Liter eine lange Zeit, auch wenn die Flasche jetzt schon, da sieht man hier so ein bisschen, schon gut zur Hälfte geleert ist. Ja, und dementsprechend habe ich von der Flasche recht lange was. Das ist Pouring-Medium von Bössner. Und das ist sehr, sehr flüssig. Ihr braucht da eigentlich kein Wasser mehr hinzugeben, wenn ihr mit euren Farben mischt und eure Farben damit streckt und verdünnt. Und 750 Milliliter sind nicht viel. Also das geht durchaus in den Geldbeutel. Man kann auch Kleber benutzen. Es gibt auch Klebersorten, die sehr gut da funktionieren sollen. Ich habe keine Erfahrung damit. Deswegen werde ich euch verlinken von diversen Künstlern, die damit Erfahrung haben, was ich so finden kann. Aber ich persönlich kann einfach nur sagen, ich empfehle das hier, ich empfehle das hier. Destilliertes Wasser. Wieso destilliertes Wasser, um eure Farben weiter zu verdünnen? Damit ihr verdünnte Acrylfarbe aufheben könnt. Also manchmal stellt man ein bisschen zu viel her oder es ist durchaus sinnvoll, eine große Menge herzustellen, wenn ihr mehrere Bilder machen wollt. Und dann wollt ihr diese Farbe aufbewahren. Und normales Wasser gammelt und schimmelt. Auch bei Acrylfarbe. Destilliertes Wasser nicht. Und also allgemein soll es wohl auch ganz gut für die Fließmedien gehen. Ich wüsste jetzt nicht, was der Unterschied ist vom normalen Wasser zu destilliertem Wasser in irgendeiner chemischen Verbindung mit Acrylfarbe. Glaube ich nicht. Es geht einfach darum, dass das haltbarer ist.
Silikonöl gibt es jetzt auch von verschiedenen Firmen. Das hier ist sogar Silikonöl für den Motorbereich. Dann ist das Silikonöl aus dem Kunstbereich und die Flasche leckt ein bisschen cool. Das ist auch Silikonöl aus einem Dekoladen. Also ihr findet recht viel Silikonöl. Allerdings gibt es da Reinheitsgrade. Und damit habe ich mich noch nicht so viel auseinandersetzen können, weil ich noch nicht so viele unterschiedliche gefunden habe, die beschreiben, welchen Reinheitsgrad das Silikonöl hat. Entsprechend dessen, ja, mit dem habe ich bis jetzt die besten Ergebnisse erzielt. Ich kann die Firma nicht mehr lesen. Ballistol, made in Germany. Ja, dann ist das ja deutsch. Das ist doch gut. Ich benutze Pappbecher zum Anrühren der Farben und zum Gießen, da diese flexibel sind. Man da kann da eine Spitze bilden. Ja, direkt nach dem Nutzen kurz sauber gemacht. Ne, mit einem Tuch kann man die Becher auch wiederverwenden. Also hebt Joghurtbecher, Gläser und Co. auf. Auch für eure Farben, wenn ihr Farben aufheben wollt, die ihr angerührt habt, dann eignet sich es natürlich, irgendwas zu nehmen, was man eh schon besitzt oder was sonst im Müll landen würde. Alles sehr nützlich, Joghurtbecher und Co. aufzuheben. Ich benutze die klassischen Holzspachtel, die man auch so vom Zahnarzt und vom Arzt kennt, um hier, sag mal, die Zunge runtergedrückt, ich hasse es, um meine Farben zu verrühren und zu vermischen. Die gibt's auch aus Silikon, dann kann man sie leichter sauber machen, aber so Acrylfarbe vermischt sich nicht mehr, wenn die mal trocken ist. Ich kann die halt einfach immer wieder benutzen. Es ist halt, ihr hattet mal Eis zu Hause, ihr habt Eis am Stiel aufgegessen, ihr hebt die Dinger auf, schon habt ihr tonnenweise davon. Ehe wir nun anfangen, sollte der Arbeitsplatz stimmen. Wir benötigen natürlich auf jeden Fall Leinwände. Oh, die ist süß, nicht wahr? Oder eben auch Acrylpapier oder Holzplatten. Da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, um Acrylic Pouring zu machen. Und dazu am besten dann noch ein kleines bisschen Grundierung. Also ich habe jetzt hier Clear Gesso, es gibt verschiedene Arten von Gesso. Ich benutze Clear Gesso, wenn ich Leinwände grundiere und ansonsten habe ich noch ein weißes deckendes Gesso. Wenn ich zum Beispiel Holzplatten oder andere Oberflächen, die ich übergießen möchte oder bemalen möchte, grundieren will. Das ist eine Grundierflüssigkeit, die kann man auftragen mit einem Schwamm und die trocknet sehr, sehr schnell. Dann sind die Poren von den Leinwänden auf jeden Fall gut geschlossen, weil die günstigen Leinwände, die ich nutze aus dem Bastelladen, die sind zwar grundiert, aber lasst es euch sagen, die Ergebnisse sind mit Clear Gesso oder mit einem anderen Gesso wesentlich brillanter, weil halt einfach die Poren nicht so doll herauskommen. Wenn ihr zu den Menschen gehört, die ab und zu mal umziehen, besitzt ihr vielleicht noch so blöde Plastik-Umzugsplane. Gibt es ja Gott sei Dank inzwischen auch schon in umweltfreundlicher. Gibt diverse andere Alternativen, den Tisch zu schützen. Eine alte Decke. Ihr könnt irgendeine Plane nehmen, eine Plastikplane, irgendwas, was ihr noch übrig habt. Und ich bin halt auch so jemand, ich verwende dieses Zeug dann wieder und glaubt mir, ihr braucht eine Plane. Ihr braucht sowas. Und wenn es, keine Ahnung, im Notfall einfach mal ein Müllbeutel ist oder so. Ihr werdet euch einsauen, ihr werdet den Schreibtisch einsauen. Ohne Plane geht es einfach nicht. Was ich sehr gerne unten drunter stelle, wenn ich Acrylic Pouring mache, ist ein Drehteller. Das ist ein ganz normaler Holzservierteller, den kann man bei IKEA kaufen. Den gibt es auch ganz günstig in anderen Läden. Ist jetzt nicht unbedingt ein Muss, aber es hilft doch, wenn man an verschiedene Seiten seines Acrylgemäldes rankommen will, um sich die Rückseite oder die Seiten anzuschauen, einen Drehteller unten drunter zu haben. Auf dem sollte man nicht gießen, auch wenn meiner so aussieht, als hätte ich es getan. Nein. Da empfiehlt sich eine Plastikwanne oder ein Tablett. Es muss jetzt nicht unbedingt Plastik sein. Ihr könnt auch was aus Pappe oder aus Holz nehmen. Ist trotzdem halt immer so eine Sache. Acryl bekommt ihr von Plastik wieder ab. Ne? Das ist jetzt hier ein ganz normales Plastiktablett. So, da das Ganze eine richtig große Sauerei ist, empfehle ich euch so ein Malergitter. Das sind diese ganz normalen Gitter, wo man diese großen Malerrollen abrollt. Und die gibt es halt im Baumarkt und manchmal auch einfach in irgendwie einem größeren Einkaufszentrum. Überall zu kaufen, wo es Farbe gibt. Die sind nicht sonderlich teuer und ihr könnt halt euer Acrylic Pouring oben drüber machen und alles läuft runter. Und ihr habt die Sauerei dann auch nicht an den Fingern, wenn ihr es dann hier irgendwie dreht oder hier quasi auch gießt. Also ihr braucht dann nicht die Leinwand anfassen, um die Leinwand zum Gießen, zum Laufen zu bringen, damit die Farbe runterläuft in alle Richtungen. Ihr braucht dann einfach nur dieses Gitter anfassen. Ganz sinnvoll ist, unter die Leinwand so kleine Stecknadeln zu machen, dann wenn ihr das Ganze zum Trocknen irgendwo hinlegen wollt, wollt ihr nicht, dass das auf eurem Untergrund runterfließt und dann hier so ein Swimmingpool bildet,
Ja, das passiert ganz gerne und dann müsst ihr den später vorsichtig abschneiden. Das ist blöd. Es ist schöner, wenn alles runterläuft und runtertropfen kann. Und wenn man dann so Pins unten drunter macht an jeder Ecke, dann steht das schön, tropft gut ab. Und die könnt ihr halt auch dann hier so positionieren. Dann rutscht euch diese Leinwand auch nicht auf eurem Gitter herum. Eine Schürze ist sinnvoll. Bindet eure Haare hoch, tragt Klamotten, die ihr einsauen könnt und nutzt Handschuhe. Wenn ihr keine Wegwerfhandschuhe nutzen wollt, stellt euch einfach einen großen Bottich Wasser etwas weiter weg. Wenn ihr regelmäßig die Hände sauber macht, Acrylfarbe geht, wenn sie feucht ist, gut runter, dann sind eure Hände auch die ganze Zeit wieder sauber. Einfach ein Handtuch, das man auch ein bisschen einsauen kann, daneben legen. Ich bevorzuge allerdings auch lieber, mir die Hände abzuwaschen, weil ich kann hier drin einfach nichts anfassen. Ich bin da total klumpy hier drin. Wenn ihr euch die Hände gut einfettet, vorher, also nicht super fettig, sondern nur so ein bisschen mit Handcreme, dann könnt ihr auch die Acrylfarbe sehr leicht runterwaschen, wenn sie ein bisschen angetrocknet ist, weil die haftet einfach nicht auf fettiger Haut. Ansonsten ist sie nach einmal Duschen komplett weg. Jo, also ich empfehle für eure Bilder den Pappen zum Trocknen. Wenn das dann hier fertig ist, könnt ihr das da draufstellen. Ne? Steht hier schön auf seinen kleinen wackeligen Stecknadelköpfchen. Und dann könnt ihr ohne Probleme das irgendwo auf einem Tisch stellen. Wenn ihr die Leinwand, weil ihr keine Stecknadeln benutzen wollt, könnt, habt oder sonst irgendwas, direkt auf Pappe legt, werden die an Pappe festkleben. Für die ganze Sauerei ist prinzipiell eine Rolle Küchenpapier ganz sinnvoll, weil eure Hände halt irgendwann immer dreckig werden. Also der Bottich Wasser nebendran, auch wenn ihr mit Plastikhandschuhen arbeitet, highly recommended. Deswegen ist es auch sinnvoll, einen Mülleimer neben sich stehen zu haben, weil ihr halt immer mal irgendwas eventuell wegschmeißen müsst. Was eher für fertige Bilder wichtig ist, ist ein bisschen Spülmittel, Wasser und ein Schwämmchen. Denn wenn ihr mit Silikonöl arbeitet, ist dieses Öl noch auf dem Bild, selbst wenn es getrocknet ist, weil es auch nicht verdunstet, dann müsst ihr das ganz vorsichtig runterwaschen. Ihr könnt auch reinen Alkohol nehmen, also fast reinen Alkohol. Dann könnt ihr diese Silikonlösung mit, diese Silikonöllösung mit Alkohol runterbekommen. Denn wenn ihr das später dann mit einem Lack oder sogar mit einem Gießharz übergießen wollt, damit es schön glänzend und fast schon wie Glas aussieht, dann darf da auf gar keinen Fall mehr irgendwelches Öl drauf sein. Deswegen Alkohol oder Spülmittel unbedingt ordentlich gut sauber machen, sonst verunreinigt ihr euch die Fixative, die ihr draufpacken könnt. Ich mache das mit einem Spray-Fixativ, glänzt es nur leicht und man hat noch ein bisschen was von der Textur, weil ich mag die Textur von den Bildern ganz gerne. Andere Leute wollen, dass es wie Glas aussieht. Dann nimmt man ein spezielles Kunstharz, das draufgegossen wird, das ich nicht nehme, weil es 15 Tage zum Trocknen braucht und ich einfach keinen Platz dafür habe, die 15 Tage trocknen zu lassen. Und das übrigens passiert, wenn ihr das Ganze nicht auf Stecknadelköpfe stellt, sondern halt hinlegt, dann fließt das dann noch runter und dann müsst ihr das später mit dem Cuttermesser ganz vorsichtig abschneiden. Lernt aus meinen Fehlern, okay? Auch noch praktisches Kreppband, um diese Rückseiten hier mit Kreppband zuzudecken, sodass später hier nichts mit Farbe verunreinigt ist und das dann hinten einfach sauber, schön und ordentlich aussieht. Das ist aber optional. Praktisch ist dann auch noch sowas wie Pinselreiniger und es gibt noch diverse andere optionale Dinge, die ganz praktisch sind. Also das hier ist ja auch optional, das muss ja auch nicht unbedingt sein. Aber ne, ich kann euch jetzt nicht alle Alternativen aufzeigen, die es gibt, um hier die gleichen Ergebnisse zu erzielen. Da ist dann einfach auch ein bisschen Eigenkreativität gefragt. Und weil ich ein grauenvoller Mensch bin, seht ihr erst im nächsten Part, was es dann für Acrylic Pouring Techniken gibt und wie man die Farben anrührt. Das muss ich im Detail machen. Da müssen wir alle genügend Aufmerksamkeit zusammenbringen. Und nach 18 Minuten, sind wir ehrlich, die Aufmerksamkeitsspanne ist gerade so ein bisschen... Aber keine Sorge, das nächste Video kommt bereits morgen. Heißt, ihr habt heute die Gelegenheit, in den Baumarkt, in den Kunstmarkt, in den Bastelladen zu rennen, um euch die Materialien zu besorgen, um mitzumachen. Oder ihr genießt einfach die Sauerei beim Zuschauen. Glaubt mir, es ist eigentlich nicht wert, das selbst zu machen. Das ist auch... Guckt es euch doch an. Das ist... Ha. Ja, also abonnieren nicht vergessen, die Glocke aktivieren und bis morgen! Da dran, da bin ich.